Yo, servus Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder ein 10 Fragen an Video. Und zwar hat sich die Sturmhexe diesmal bereit erklärt, mir 10 Fragen zu beantworten. Ein paar Fragen sind kürzer beantwortet worden, ein paar länger. Werdet ihr gleich sehen. Die Sturmhexe ist der Spieler mit dem höchsten Hauptattribut. Ihr seht ja hier, 637.000 Intelligenz. 324.000 Basispunkte in Intelligenz alleine und nur 6.000 in Ausdauer. Also sie geht komplett voll und ganz hier auf Intelligenz. Wenn man hier meine Liste reinschaut, sieht man, ja, sie ist Platz 1 weltweit mit, ja, zu dem Zeitpunkt, der 1.12. war das, 633.000 und hier dicht gefolgt der Chosen worden. Beziehungsweise eigentlich nicht dicht gefolgt, ja, mit großem Abstand hier. Mit 558.000, also mit, ich glaube, 75.000 weniger hat hier der Zweitplatzierte. Also die Sturmhexe hat einen extremen Vorteil, ja, in ihrem Bereich, sage ich mal, indem sie einen Rekord hält, ja, wo sie auch immer weiter skillt. Sie hört nicht auf, es ist kein Ende in Sicht. Und ja, wir werden da reinschauen in ihre 10 Fragen, oder in ihre 10 Antworten, besser gesagt. Sie spielt hier auf W11. Genau, spielt einen Magier. Bevor wir aber, ja, zu den Fragen kommen, eine kurze Special Info. Und zwar hat mein guter Kollege Gorgos, ja, Grüße gehen raus, servus. Kennt ihr eh alle, den Gorgos. Er hat wieder ein richtiges Brecher-Video rausgehauen. Und zwar, ja, gibt es ein neues Format. Und zwar hier Gorgos Community Hall. Der Hype um Basi, ja, also er hat ein Video um mich gemacht. Gorgos Community Hall ist ein neues Format, wo er, ja, verschiedene Creator vorstellt. Was machen sie, wer sind sie, was haben sie mit Stacks zu tun. Ja, stellt er in diesem Video vor. Alles richtig cool zusammengeschnitten, editiert, Explosionen gefühlt, ja. Man fühlt sich danach wie ein neuer Mensch, wenn man das gesehen hat. Richtig cool, ja. Also Link dazu ist natürlich in der Videobeschreibung zu finden. Schaut da mal rein, lasst Liebe da, lasst dem Gorgos ein Abo da und ein Like, würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Hat er sich auch echt verdient für diese Arbeit. Genau, so. Dann kommen wir zu den Fragen, würde ich sagen. Die erste Frage ist natürlich wieder die Standardfrage. Wie hast du zu dem Spiel gefunden und seit wann spielst du? Da schreibt sie, seit September 2016 mit dem W11-Char angefangen. Erst Drakensang online gespielt, Videos von Spielertrend geschaut und irgendwann seine SF-Videos gesehen. Ja, also so wie bei den allermeisten, würde ich sagen, ist hier die Sturmhexe auch durch Spielertrend ins Spiel gekommen. Spielertrend hat ja auch, ich glaube, vor Shakes & Fidget, ja, Drakensang online gespielt. Oder auch, ja, gleichzeitig mit Shakes & Fidget irgendwie so. Und genau, Sturmhexe hat zuerst Drakensang online gespielt und später durch Spielertrend ist sie dann auf Shakes & Fidget gekommen und hat so dann, ja, sich mal entschieden anzufangen. Seit 2016, ja, September. Also noch nicht allzu lang dabei wie so manche Spieler, aber schon so einen krassen hier, Char, das ist echt bewundernswert. So, zweite Frage. Du bist der Spieler mit dem höchsten Main-Schaden-Attribut. War das schon immer ein Ziel von dir? Da schreibt sie, Christine von S1 war mein Vorbild, also eine kurze Antwort. Ich glaube, Christine kennt auch ein paar Spiele von euch. Ist ja einer der Top-Spieler von S1 Deutschland. Einer der ältesten Spieler ist, glaube ich, die Frau von Alexander, weil es mich nicht täuscht, ne? Genau, und die Christine hat auch extreme Summen hier in Intelligenz geskillt und auch ziemlich wenig in Ausdauer. Und ja, diese Spielerin war von der Sturmhexe, ja, das Vorbild. So, und dann noch eine kurze Antwort zu der Frage, warum genau skillst du nur Intelligenz? Und da kam von der Sturmhexe nur Schaden. Ja, Schaden, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Also es geht ihr um Schaden. Das ist die einzige Motivation. Sie will immer stärker werden. Hier die Zahlen steigen ins Unermessliche. Schaden bereits 385 Millionen. Ja, da bin ich gespannt. Wenn sie länger durchzieht, kann sie, ja, der erste Spieler werden mit 1 Milliarde Schaden. Klingt verrückt. Ist aber so. Ja, viel Glück auf jeden Fall, Sturmhexe. für dieses Ziel.
So. Und jetzt eine längere Frage. Du bist mit den gemachten Basispunkten in diesem Jahr weltweit auf Platz 21 mit 78.158 Basispunkten. Stand 2.1.23 bis 1.11.2023. Du gehörst also zu den allerbesten Goldspielern. Wie genau spielst du, um das zu erreichen? So, und das zeige ich euch jetzt, Leute. Und zwar hier. Das ist ja hier mein Jahresscan, die Top 50 wieder bis zum 1.12. Und da zeige ich euch erstmal hier die Sturmhexe, wo sie weltweit in der Basispunkte-Summe steht. Da ist sie. Wo war sie? Genau, hier ist erstmal die Christine auf 63. Genau, hier ist sie mit ja auch 234.000 Intelligenz und 99.000 Ausdauer. Genau, und die Sturmhexe ist hier unten bei Platz 79 von der insgesamten Basispunkte-Summe. Echt, ja, ziemlich witzig zum Ansehen hier. Diese extreme Menge an Intelligenz und dann hier die geringe Menge an Ausdauer. Aber das ist eben ihr Spielstil. Genau, und insgesamt in den Basispunkten Platz 79, aber, und jetzt kommt's, bei den gemachten Stats in diesem Jahr, wenn man jetzt da mal sortiert, dann sieht man etwas ziemlich ja, krasses, würde ich mal sagen. Und die Sturmhexe spielt hier, wo war sie? Ich bin gerade blind, Sturmhexe auf Platz 18. Hier ist sie auf Platz 18 mit insgesamt 86.714 gemachten Basispunkten alleine in diesem Jahr. Also geht noch auf den 90.000 zu Ende des Jahres und spielt hier wirklich mit unter den absoluten Top-Spielern. Hier Jurik Jorgsen, Seraphine, Caesar, habe ich hier schon ein Video dazu gemacht. Hier ist Laske Baska. Genau, alles so richtige Brecher-Chars hier. Dortzer hat nur 2.000 mehr wie die Sturmhexe ungefähr. Echt extremst heftig. Und ja, Sturmhexe spielt hier ganz oben mit dabei. Ja, und da habe ich sie mal gefragt, ja, wie sie so spielt, wie geht das, wie schafft sie das? Und da ist ihre Antwort, laut Dortzer heute sogar Platz 18. Ja gut, das war, sie hat mir die Frage beantwortet, wo Dortzer die Top 900 2023 vorgestellt hat von meiner Liste. Genau, also laut Dortzer heute sogar Platz 18, habt ihr auch gerade bei meiner Liste gesehen. Hätte mich eher auf 118 oder 218 gesehen. Versuche einfach effektiv zu spielen. Erfahrungspunkte habe ich auch immer im Auge. Hätte daher noch mehr Gold erspielen können. Genau, also auch witzig. Sie schaut quasi anscheinend bei Quests auch ab und zu auf die Erfahrungsquests. Und nimmt nicht immer nur Gold. Ja, ziemlich verrückt, dass sie dann dennoch so weit oben ist bei den gemachten Basispunkten. Gebe ca. 500 Euro im Jahr aus. Ja, ist auch noch in einem gewissen Rahmen für so einen Top-Spieler, würde ich sagen. Meine Begleiter sind meist relativ leer und habe diese jahrelang als zusätzlichen Rucksack benutzt. Ist quasi die gleiche Taktik, die ich ja auch fahre. Meine Begleiter sind auch leer und ich verwende sie einfach als zusätzlichen Inventarplatz für mehr Gold. Und anscheinend macht sie das auch. Besonders zwischen 2017 und 2019 wurden dort, also bei den Begleitern, alle 4 Wochen Epics für die Toilette hinterlegt. Aber diese Probleme, schreibt sie, gibt es ja heute nicht mehr. Leider wurde alles glatt gebügelt. Ja, was meint sie genau mit glatt gebügelt? Also auf jeden Fall die Toilette, ja, wird sie jetzt gemaxt haben. Vielleicht meint sie das. Also das Problem existiert nicht mehr. Und ich denke mal, jetzt verwendet sie halt gerne, also die Begleiter nicht mehr für Epics, sondern eben für ja, normale Items, für, wie gesagt, zusätzlichen Inventarplatz. So wird es wahrscheinlich aussehen. So, Frage 5. Nutzt du den legendären Dungeon und das Beutegold, um deinen Goldvorteil weiter auszubauen? Weil ich habe gesehen, ja, die Sturmhexe ist eigentlich ja von den Stats her extrem gut dabei. Klar, hat jetzt kein Skill-Ratio, was ja vorteilhaft ist für sie. Aber sie ist oft hier so bei den Top 30 unterwegs und auch hier Platz 17. Und ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass sie eigentlich höher wäre. Deswegen dachte ich, dass sie ja die Beutegold-Taktik verwendet und da habe ich sie mal gefragt. Aber zuerst auf den legendären Dungeon bezogen.
Beim LD mache ich nur so 5 bis 7 Durchläufe. Am ersten Tag einmal einen einfachen Durchlauf und dann einmal einen Dreifach-Durchlauf. Mit Dreifach würde ich wahrscheinlich meinen einen Ultimate Run. Genau. Und dann die restlichen Tage maximal 4 einfache Durchläufe. Ziel immer ein aktuelles Item zum Austauschen und 2 neue Bilder im Sammelalbum. Waffe wird gerne mitgenommen, aber die ist eh kastriert, wodurch Magier am meisten benachteiligt sind. Da frage ich mich ja, was meint sie mit kastriert? Kann ich nicht genau jetzt beurteilen, habe ich auch nicht nachgefragt. Ja, vielleicht wegen der Waffenspanne, da das ziemlich unterschiedlich ist manchmal. Kann ich gerade nicht beurteilen. Vielleicht Stummhexe, wenn du das Video hier siehst, kannst du das ja in die Kommentare schreiben. Oder wenn jemand von euch das weiß, Leute, auch sehr, sehr gerne bitte in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren. Genau, und dann zu dem Beutegold. Beutegold habe ich täglich nur ca. 10 Millionen aus den freien Versuchen. Also einfach aus den Arena-Kämpfen hier. Genau. Verliere aber nichts, weil ich mich schon vor längerer Zeit droppen ließ. Genau, das war meine Vermutung. Bei den Gold-Hexentanz-Events verschenke ich regelmäßig 50.000 Ehrenpunkte. Was meint sie mit, sie verschenkt bei Gold- und Hexentanz-Events 50.000 Ehrenpunkte? Also lässt sie sich nur bei diesen Events droppen? Und wenn ja, wieso? Habe ich auch nicht nachgefragt, weil eigentlich hat man da keinen Vorteil und keinen Nachteil, wenn man das genau bei den Events macht. Glaube ich zumindest gerade, außer ich stehe gerade auf dem Schlauch. Kann natürlich auch sein. Ja, auch da wieder, wenn das wer weiß, bitte sehr gerne in die Kommentare schreiben. Aber ja, das war ihre Antwort auf jeden Fall. So. Dann Frage 6. Hast du geplant, irgendwann wieder auf Ausdauer zu skillen? Da eine ganz kurze Antwort. Aktuell ist nichts geplant. Ja, hat anscheinend keinen Bock drauf. Ja, ihr Projekt ist einfach. Oder ja, nicht Projekt. Da kommen wir auch noch gleich drauf, weil sie will nicht, dass man ihren Char als Projekt-Char betitelt, aber sie weiß ja wahrscheinlich, wie es gemeint ist. Also ihr Char wird weiterhin auf, ja, auf das Hauptattribut, auf das Hauptschadenattribut geskillt werden und nicht auf Ausdauer. Ja, das ist hier ihr Ziel sozusagen. Genau. Und dann Frage 7. Spielst du noch andere Chars und hast du dort ähnliche Projekte am Laufen? Jetzt kommen wir zum Projekt. Nein, werde auch nie wieder neu anfangen. Den W11-Char als Projekt bezeichnen, ist deshalb Blödsinn. Tut mir leid. ich hatte bis Sommer auf S1 einen Char laufen, ursprünglich als Test-Char, weil die neuen Updates früher auf S1 kamen. Start war Januar 2017 und hat Stufe 599 erreicht mit 25 Euro. Also das ist wirklich extremst heftig. Also 2017, also seit ja, 6,5 Jahren, und so schnell schon, ja, kurz vor der 600. Und das nur mit 25 Euro. Also da muss sie ja Free-to-Play richtig krass unterwegs gewesen sein. Ziemlich früh auf, ja, 320 Alu geswitcht sein, um das zu erreichen. Ja, echt heftig, weil ich spiele seit, ja, fast 10 Jahren. Im Mai werden es 10 Jahre. Und ich bin ja gerade mal Stufe 642. Aber ich spiele auch erst seit ungefähr 2 Jahren auf 320 Alu, ja. Aber sie war da echt schon krass dabei mit ihrem S1-Char. Okay. War in der Gilde von Alexander, ja, den kennt ihr, denke ich mal, ist ein Player-Mitarbeiter. Solltest mal Christine kontaktieren. Sie hat den Char mit der Nummer 2 in der Gilde mit der Nummer 7 auf dem ersten Server. Ja, also das sind richtig alte Chars, sehr, sehr alte Spieler. Ja, die haben bestimmt einiges zu erzählen. Ja, und Grüße gehen raus an beide, schreibt sie noch, ja. So, dann, genau, es geht noch weiter. Hatte da keine Lust mehr, also beim S1-Char jetzt bezogen, denke ich mal. Hatte da keine Lust mehr. AM nach knapp 4 Jahren nur bei E70 und die dauernden Meldungen wegen dem SF-Account waren zuletzt extrem nervig. Hab die Anmeldung auf allen Geräten gelöscht, schaue nach der Fusion nochmal rein. Okay. Auf Japan 1 hatte ich noch einen kleinen Account, um aufgrund der Zeitverschiebung, was nachschauen zu können. Beide waren aber nur Support-Accounts. Ja gut, Support-Accounts. Und allgemein so Level 1-Accounts habe ich ja auch
Unmengen. Ich habe auf jedem Account oder auf jedem Server einen Account, also von dem her nichts Schlimmes. Frage 8. Wie hoch ist dein Schaden bei kritischen Treffern mit deiner extremen Menge an Intelligenz? Da schreibt sie ca. 60% von dem in der Charakterbeschreibung schätzungsweise. Ich habe jetzt nicht rausgefunden, was sie damit meint. Charakterbeschreibung, da steht nichts, obwohl das ein Screenshot. Hätte ich vorher reinschauen sollen. Da werde ich nach dem Video reinschauen. Und wenn da irgendwas zu sehen ist, blende ich das ein. Aber wir können es ja ungefähr abschätzen, wie viel Schaden sie macht. Denn ja, wenn ihr euch an mein Video von Scythe erinnern könnt, der hat ja ungefähr 100.000 Intelligenz weniger. Und der hat ja bei den Dungeon-Versuchen ja schon über 3 Milliarden Crits rausgehauen. Also denke ich, dass ja, die Crits von Sturmhexe auf 4 Milliarden gehen, wenn nicht sogar noch höher. Ja, also das sind wirklich... Da bist du weg vom Fenster, würde ich mal sagen. Gut, Frage 9. Was gefällt dir am meisten an Jackson Fidget? Derzeit nichts, nur langweilig. Alles soweit freigespielt. Der Charme, den das Spiel noch 2016/17 hatte, ist längst verflogen. Was gefällt mir am wenigsten, hat sie beantwortet. Erstens das sinnloseste, Raid 51 bis 150. Wer da seine XP-Punkte für Scheitern verschwendet, tut mir leid. Meine Gildenleiter begreifen das aber auch nie. Ja, ist ein Problem. Also Raids sind halt was Besonderes. Gut, nicht mehr so besonders, wie sie früher mal waren. Sie geben ja nur noch Erfahrung und auch nicht wirklich viel. Ich glaube, so viel wie ein normaler Gildenangriff, wenn man den gewinnt. Ja, aber viele machen trotzdem wöchentliche Raid-Angriffe. Und wenn man halt da oft verliert, was meistens der Fall ist, weil man, die schafft man nur alle paar Monate einen neuen Raid, dass man da mal einen legt. Wenn man da halt oft verliert, dann verliert man ziemlich viel Erfahrung auf Dauer. Ja, ist halt ziemlich blöd. Das ist hier etwas, was sie, ja, nicht so feiert. Dann zweitens, das teuerste, der Arena-Manager. Wer kein Geld investieren will, sollte deshalb mit dem Spiel gar nicht erst anfangen. Das Ding kostet ohne Geld extrem viel Zeit. Deswegen empfehle ich niemandem das Spiel und fange auch selbst nie wieder einen neuen Char an. Ja, ziemlich negativ das Ganze. Arena-Manager wissen wir alle, ist nicht das beliebteste Feature von den meisten Spielern. Ja, da kann ich sie verstehen. Ich habe auch noch eine lange Zeit, bis ich den komplett fertig gespielt habe. Ich bin erst gerade mal da, dass ich die maximalen Runen finden kann. Habe zum Glück auch maximale Runen bei meinen Items drauf jetzt. Aber ja, den werde ich noch eine lange Zeit weiterspielen müssen, bis der mal komplett fertig gespielt ist. Ja, ist auch nicht eins meiner Lieblingsfeatures, also da kann ich sie verstehen. Dann drittens, das Nervigste. Alle Meldungen, die beim Einloggen auftauchen, mir ist egal, wann ein neuer Server startet. Jetzt das große Plus in der Charakterauswahl stört mich auch nur. Die Krönung waren die dauernden Meldungen zur Verknüpfung zum SF-Account. Deshalb, nee, zum SF-Account, spiele deshalb nicht mehr auf S1. Ja, also deswegen, das war der Grund, warum sie den Char auf S1 aufgehört hat zu spielen. Ziemlich schade. Ja, ich finde es auch ein bisschen blöd, dass Player einem das so reindrückt, hier ein neuer Server. Spielt drauf quasi, da kommt ja immer so eine große Meldung, wenn ihr euch in euren Char einloggen wollt. Ja, also da kann ich es auch verstehen. Also das waren jetzt die drei Sachen, was ihr am wenigsten gefallen. Nochmal hier das Sinnloseste, das Teuerste und das Nervigste unterteilt. Ja, gut. Ja, und dann die letzte Frage. Was sind deine zukünftigen Ziele? Da schreibt sie kurz und knapp ein schmerzenloses Spielende finden. Ja. Ziemlich pessimistisch das Ganze. Nee, aber ja, Sturmhexe. Ich glaube, ich kann dich beruhigen. Bei Dorza gab es ja das Video, wo Mo ja den Geschäftsführer war es, glaube ich, von Player Games interviewt hat. Und nach den Serverfusionen soll einiges an neuen Features kommen. Da bin ich schon gespannt. Kannst du auch gespannt drauf sein. Und ja, ich hoffe, du bleibst uns noch lange, lange erhalten. Mit deinem richtig, richtig heftigen Account hier. Ja, wäre cool, wenn du der erste Spieler bist, mit ja, der die erste 1 Million Intelligenz knackt. Oder allgemein irgendein Attribut auf 1 Million Punkte erreicht. Ja, das wäre wirklich einer der allergrößten Meilensteine in Shakes and Fidget. In der gesamten Geschichte. Von dem her wünsche ich dir viel Glück. Ja, Leute,
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne, wenn ihr Bock habt, ein Abo da. Ja, solche Videos sind nicht so einfach zu machen, zu erstellen. Brauchen sehr viel Zeit. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was ihr von dem Video gehalten habt. Schreibt irgendwas Nettes über die Stummhexe. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass sie sich bereit erklärt für so ein Video. Und das war's. Aber vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.